Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Auf diesem Marsch, Version 2.1. Schön bei morgen, ne? Wie ich schon sagt, ne? Wir fahren erstmal Richtung Kühe und liefern Stroh ab. Ich habe es kurz getestet, jetzt geht jetzt aber nichts mit dem globalen Markt. Warum man so ist, keine Ahnung. Ob das dann auch zusammenhängt, dass die anderen gerade beladen oder keine Ahnung. Überraschen lassen. Ich wollte jetzt den Tieren Stroh geben, und zwar den Kühen und den Schweinen, damit die erstmal schön Mist machen. Aber wir müssen mal sehen, dass wir da reinkommen. Also müssen wir ein bisschen dichter rangehen, ne? So. Hier können wir noch so reinfahren, beim Nachbarstall nicht. Da wäre es auch nicht klug, wenn uns der Milchwagen entgegenkommt. Das hieße nämlich, ja, Verkehrskarre, ihr müsst rückwärts wegfahren, ne? Das ist schlecht. Machen wir nicht gerne. Gerade im Stall. So, der Stall ist mittlerweile genug Stroh. Das sind ja unsere Kälber, die sind nicht so groß, die machen nicht so einen Scheiß. Und im Nachbarstall geht ein bisschen mehr rein. Da holen wir gleich mal noch eine Ladung, wenn wir jetzt mal schauen, wo wir kommen können gleich, ne? So. So, Stroh. Wir haben nicht mehr viel, aber wir haben ja viel im globalen Markt, ne? Wir haben ja da fast 200 Liter. Einen Block können wir noch kaufen von Thüringen. Und knapp eine halbe wird gerade im Prinzip jetzt Richtung Pellersfabrik gefahren. Damit ich durcharbeiten kann. Eine Ladung haben wir schon verkauft. Da hat sich echt gelobt mit 200.000, glaube ich, ungefähr. Und der muss halt, müsste wieder was produziert worden sein, weil der Prinzip bei Nacht sehr gelaufen, ne? Ich habe ja hier sehr lange geschlafen, weil im Dunkeln mag ich nicht spielen, das ist, man sieht immer nichts. Und das ist für euch auch nicht gerade ideal, sag mal so, wenn man das immer dunkel ist, ne? Wenn man echt nicht sehe, seht ihr schon viel weniger, ne? Also ich möchte schon im Hellen spielen. Ich meine, klar, wenn jetzt hier Arbeit ist, dann ja, gut, dann, also die Aussaat muss fertig gemacht werden, ne, zum Beispiel, ne? Oder hier gedüngt oder Unkrautbekämpfung, das muss alles Einritt gemacht werden, um da Probleme zu vermeiden. Ansonsten, gerade im Winter, ist das sicherlich möglich, dass du da locker ohne auch schlafen können. Ja. Das, die Funktion ist ja da, die kann man ja nutzen, ne? Das finde ich praktisch. So, das kriegen die Schweine auch den Stroh. Wasser haben sie alle gekriegt bis jetzt. Und kurz nachdenken. Futter auch. Futter haben sie auch. Also Mist fahren wir jetzt nicht. Ja, machen wir nachher. Gute Frage, ne? Achso, den Brauerei mit Getreide beliefern, also Weizen und Gerste vom globalen Markt. Sollte jetzt halt kaufen eigentlich funktionieren. Muss ich noch kaufen. Aber erstmal kriegen die Schweine Stroh. Der LKW steht schon bereit mit Anhänger und dann fahren wir es dann gleich hin. Und dann kann ich mal gleich mal einen Kurs von da einfahren, das ist praktisch. Müsste auch hier mal einen Kurs einfahren, obwohl das wäre nicht so wichtig, sagen wir so. Wichtiger wäre Lieferung der Produktion, ne? So, den nächsten haben wir leichter Schräge. So. Ein bisschen Blindflug, ne? Das Spiegel fahren, ne? Ja, der Bart ist ab, aber nicht lange. Gefällt mir nicht. So, eine Frage stellt, Bad ab. Ja. Ich habe mir so gedacht, probier's mal aus ohne. Aber das ist nichts. Ich meine, kalt ist jetzt nicht, aber der Winter kommt, dann ist es kalt. Ne? Das weiß ich schon. Also die Erfahrung habe ich mal gemacht. Im Winter. Ist verdammt kalt im Gesicht.
Müsst ihr so vorstellen, wenn jetzt einer keine Haare am Kopf mehr hat, von heute auf morgen, ne? Dann ist es auch am Kopf kalt. So, das Stroh kippen wir ins Lager zurück. Oder lassen das mal so stehen. Ah, unser Milchfahrzeug fährt. Ja, das ist gut. Das ist schön, die Molkerei braucht nur Milch. Das ist, ach so, ja, Verpackung und Paletten. Aber da ist ja guter Vorrat da, also das geht. Da fahren wir einen LKW und dann zuckt das erledigt, ne? So. Ich muss den ja so stellen, dass er nicht im Weg steht. Das heißt, ich kippe mir mal ja, Strohlager zurück, sag mal so. Das macht sich da am besten. Dass wir die zwei Orte auf einmal haben. Das Lager würde es auch gehen, also Hauptlager, ne? So. Das kann er ja nebenbei machen. Hier steht noch nichts im Wege. Hier muss ich was machen, und zwar so mit Förderband zur Straße. Dass man, naja, wohl, ein bisschen Mist kann man ja auch so hinfahren, ne? Aber die Produktion schafft ich ja gar nicht. Aber wie gesagt, da muss man sehen, dass wir das alles ein bisschen optimieren. In der Aufnahmesession von 4 Folgen, da kann man schon was schaffen. So, hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Verstehe ich nicht. Oder war da gerade Milch fett oder was belädt oder abkippt Wasser? Das könnte sein. Wenn wir auf F1 gehen. Muss ich mal gucken, wenn Wasser. Dass die beiden Fahrzeuge von Global Company, also von Outdrive, das blockiert. Könnte sein. Muss aber nicht. Dann muss ich mal gleich mal gucken, wenn der auf 0 ist. Also wenn er leer ist. Und lädt er mich auch ab. Ungünstig. Das ist jetzt komisch. Muss man ganz kurz vielleicht leer, können wir mal gucken. Was da mal zusammenhängt, ich weiß es nicht. Oh, ich habe einen neuen Update. Er war ganz kurz da, aber Richtung so, jetzt muss er voll werden gleich, dann geht das vielleicht. Prozent ist er gleich. Jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Ob ich jetzt R drücken kann. Ne. Das verstehe ich nicht. Mir jetzt komisch, ganz komisch. Aber ich muss die beiden Fahrzeuge mal deaktivieren. Fahren wir unser Lager raus. Aber irgendwas hängt dann zusammen, dass die Fahrzeuge aktuell fahren. Dass ich deswegen vielleicht das rausnehmen kann. Da muss ich mal alle Ruhe mal testen, ob es damit zusammenhängt. So, für den Weizen hier, ne?
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Richtung da schon mal habe. Und zwar... Das hat mich klar. Nee, hat noch keinen Kurs. Da muss ich mal ganz kurz Kurs gleich mit einfahren. Das bietet sich an. Und zwar... Wir kommen ja vom Hof, ne? Also... Von diesem Kurs kommen wir ja. Wir fahren dann hier weiter. Und zeichne mal jetzt hier auf. Lassen wir das mal ausmachen. Und zeichne mal ganz kurz auf. Und zwar für Beladen hier. Hauptlager. Den Punkt nur so noch am Verschieben garantiert. Weil das klappt meistens nicht. Oder Silo hätte man auch schreiben können, Silo oder so. Der soll mal gucken. Wir wollen ja nach Main. Wäre jetzt praktisch hier vorne, ne? Und wir müssen ja noch links, ne? Das heißt nochmal, den Punkt können wir verschieben. Bisschen näher. Bisschen nach links, ne? Oder so nach rechts, wie von hier aus gesehen. Wäre vielleicht mein Traktor besser gewesen. Gut. Weil ich weiß nicht, ob LKW so wo der eigentlich ganz gut ist, ne? So. Denn dieser Punkt hier. Der sollte ein bisschen runterlaufen. So passt das schon. Dann fahren wir gleich mal hin. Wir zeichnen gerade nicht auf, das ist gut. Machen wir weg. Denn das soll ja jetzt nicht unabsichtlich jetzt passieren, dann wird aufnehmen, ne? Aber mit dem globalen Markt, das muss ich rausfinden, wenn die anderen beiden Fahrzeuge nicht fahren. Das könnte sein. Das daran auch liegen könnte, also... Dass Audreich die Funktion mit R übernimmt und dann wir nichts machen können. So stelle ich mir das grob jetzt mal vor. Wir fahren jetzt einfach mal zur Brauerei, egal wo jetzt Aura für uns langfahren würde. Oh, der macht ja nö. Da kommt hier rausgeschossen, du. Du kriegst Angst und Bange. Könnte ich gewesen sein. So. Und der wird ja sicherlich anders fahren, weil der nimmt ja halt den kürzesten Weg oder den schnellsten, den jemand einstellt. Wir müssen nur den Abladepunkt und die Strecke über diesen Punkt einfahren. Weiß gar nicht, ob die Milch darüber fährt. Quatsch, die Wasser. Aber wenn doch, dann müssen wir das nur da halt anschließen. Wir müssen ja hier den Kurs oder den Punkt da entsprechend mal einen Halterpunkt eintragen. Bäume haben wir noch, da müssen wir aus dem Frühjahr noch wegfahren, ein paar Bäume. Eine Stumpenfräse müssen wir auch noch machen. Aber das machen wir alles näher in aller Ruhe. So. Muss mal gucken. Und zwar bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich wollte sagen, wir mal aussteigen, aber das bringt ja auch nichts, weil wir fahren mal eine Ehrenrunde. Der fährt hier drüber.
Das passt. Dann müssen wir nur, in Anführungszeichen, einmal einen Kurs rausnehmen. Ich glaube, da ist ein Kurs reingeht. Also hier geht der Kurs rein. Da wäre ungünstig, wenn wir hier einen Kurs rausnehmen machen würden. Wenn wir mal Fahrzeuge fahren lassen, wäre Gegenverkehr, ne? Ungünstig, ne? Und hier werden wir mal einen Kurs reinbringen. Dann geht auch einer raus. Ja gut. Irgendwo kreuzt sich dann, ne? Vielleicht können wir das mal ein bisschen verschieben. Obwohl wir eigentlich hier so ein Wappen. Ein Wenderad brauchen, also normalerweise ist das notwendig. Gerade bei großen Fahrzeugen brauchst du das, ne? Also jetzt, wir machen mal einen Kurs hier rein. Dann raus geht ja ein Kurs. So. Müsste eigentlich so funktionieren. Hoffen wir mal, dass wir da gut hin und her kommen. Wir müssen hier anschließen. Und dann fahren wir ja weiter. Jetzt haben wir schon mal einen Kurs, der reingeht. Wir müssen nur noch einen Kurs nehmen oder einen Punkt hier festlegen zum Abladen. Ne? So. Ab. Na, eh vergessen, ne? Ja, klar. Vergelt doch wieder. Ha. So. Weil Wasser ist ja ein anderer Punkt, ne? So, kippen wir ab. Ist ja egal. So, nach vorne. Kippen wir auch ab. Und dann mal einstellen. Das war Weizen, das passt. Dann gehen wir hier. Nee. Beladen. Da habe ich jetzt viele Dinge. Felder, Hof, Hof. Die Kurse nicht drin. Ja. Ach hier. Das sind meine Punkte. Kein System bei Abladen, Brauerei. Nee, Beladen. Beladen, Wasser, beladen, entladen. Abladen ist klar, habe ich gerade gemacht. Beladen, Wasser, beladen, Hauptlager. Das muss einer nur merken, ne? Ich hab's da vorhin gehabt, ach da. Wie gesagt, wir machen Probelauf. Ja, haha. Aber in der nächsten Folge, ne? So, Zuschauer, das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche allen noch einen schönen Restsonntag. Ja, vielleicht sehen wir uns in einer Stunde wieder oder anderthalb für auf Thüringen. Aber jetzt geht's erstmal weiter in eine kurze Pause. Auch für mich. Tschüss. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.